Hallo ihr Lieben, heute freue ich mich riesig, dass wir im Stuttgarter Tierheim drehen dürfen. Ich bin mal gespannt, wie viele Tiere während Corona-Zeiten abgegeben werden oder auch wie viele Tiere geholt werden, weil viele denken, wir sind jetzt zu Hause und jetzt könnte ich ein Tier gebrauchen. Jetzt werden wir gleich mehr erfahren. Kommt und begleitet mich! Frau Wien, wie viele Mitarbeiter sind momentan hier zuständig? Also alles zusammen mit Pfleger und Verwaltung sind wir 30 festangestellte Mitarbeiter. Okay. Bei den Pflegern sind es 17, die im Schichtdienst natürlich arbeiten. Ja. Es gibt Teilzeitpfleger, es gibt Aushilfen, also so Minijobler auf 450 Euro Basis, ja. Die beschäftigt sind, die immer mal einspringen, wenn mal ein Pfleger in Urlaub geht oder frei haben möchte. Dann haben wir unsere Azubis, also wir haben im Moment 3 Azubis. Wir haben FEJler, BFDler und Jahrespraktikanten. Also alles zusammengerechnet mit diesen und ein paar Ehrenamtlichen sind wir 50 Leute, die sich hier um die Tiere kümmern. Wow, ja. Finde ich aber toll. Mhm. Also wie schon, ich habe ja gesagt, meine Tochter will sich auch bewerben, die will unbedingt sie haben. Also soll sie machen oder mal? Sie kann gerne die Bewerbung schicken, aber die Nachfrage ist wahnsinnig hoch. Ja, habe ich schon mitbekommen. Also genau. Hier wird auch richtig aussortiert, da kann nicht jeder kommt, das Auswahlkriterium hatten Sie ja schon gesagt, ist wirklich hoch. Ja. Und man muss auch ein Jahr vorher hier arbeiten, gell? Praktikum oder FSJ machen und genau. Hallo, möchten Sie auflegen? Schön vor Kamera. Ist das ein, Entschuldigung, David, komm, das ist ein BFDler, der jetzt bei uns die Ausbildung anfängt. Was heißt BFDler? Bundesfreiwilligendienst. Okay. Also, siehst du ihn? Ich glaube nicht. Nein. Ist doch geschickt. Ja. Aber jetzt. Jetzt bin ich nicht mehr drauf, oder wie? Doch. Also hier haben wir, stellen Sie sich mal vor, wer Sie sind. Ja, hi, ich bin der David Bucher, ich bin jetzt 27 Jahre alt, mache jetzt gerade meinen Bundesfreiwilligendienst hier im Tierheim und beginne ab September meine Ausbildung zum Tierpfleger hier. Und wie finden Sie es hier, gefällt es Ihnen? Sehr. Ja, sehr. Ist aber schon manchmal bestimmt auch traurig, oder? Was man sieht, alles, oder? Es ist alles dabei, aber ich finde gerade deswegen, dass es halt wichtig ist, dass man drüber nachdenkt, was man hier eben Schönes bewirken kann und was einem die Arbeit sehr Schönes auch gibt. Da sind traurige Momente dabei, das gehört halt dazu. Aber es überwiegt auf jeden Fall das Positive. Genau, wenn man helfen kann, genau, wenn man für die Tiere da sein kann. Und ist es auch so, dass ihr nachts, klar, da muss ja auch jemand da sein, oder? Da bin ich da. Jede Nacht? Mhm. Echt? Ich wohne hier. Ach so, okay. Ich habe ein Zuhause, also ist nicht so. Ja, ist es hier ihr Zuhause, oder? Mein Zuhause. Okay, hier, also ja, Sie sind jetzt nicht nur nachts hier und sagen, okay, ich wohne jetzt heute Nacht hier und gehe dann wieder. Nein, also wir haben eine Wohnung hier auf dem Tierheimgelände. Oh, ja, toll. Und da wohne ich mit meinem Mann und meinem Sohn. Und wenn nachts irgendwas ist, also die Polizei hat meine Nummer, die klingeln mich dann raus. Und dann wird auch nachts das Tier angenommen. Ja, finde ich aber toll. Ja, muss man ja. Man muss ja also helfen. Also ich biete mich auch an, wenn irgendwas mal ist, ihr könnt mich anrufen. Nee, ich habe ja selber daheim einen halben Zoo, ja. Also, und also ich würde dann echt einspringen, ehrenamtlich natürlich, wenn irgendwo mal Hilfe ist. Also mit den ehrenamtlichen Helfern ist im Moment ein bisschen kritisch wegen Corona. Ja, das ist klar. Also wir nehmen gar keine neuen Helfer mehr an, weil wir einfach nicht wissen, wo kommen die her, wie ist da das soziale Umfeld. Und deswegen gehen wir auf die Nummer sicher. Wir müssen uns schützen, weil wenn wir ausfallen, dann ist die Versorgung der Tiere nicht gewährleistet. Und deswegen Ehrenamtliche in Corona-Zeiten leider nein. Okay, aber dann biete ich es gerne an nach Corona-Zeiten. Gerne. Also unser soziales Umfeld ist super. Also unseres. Nee, klar, man weiß das ja nie. Ja, er geht ja, Bodo ist heute nämlich hinter der Kamera, wie ihr seht, das habe ich ganz vergessen zu sagen, aber das denkt ihr euch ja. Ja genau, er geht ja auf jeden Fall arbeiten immer ja als Elektriker und da weiß man ja auch nie, obwohl es natürlich gibt Abstand und Masken, ja, aber man weiß es ja nie, was passiert. Richtig. Und jetzt noch Frage geschwind, wie lange dauert die Ausbildung dann? Also im Normalfall dauert die Ausbildung 3 Jahre. Ich für meinen Teil kann sie auf 2 Jahre verkürzen und ins zweite Lehrjahr einsteigen, weil ich halt die schulische Fachhochschulreife schon habe. Oh toll. Und dadurch kann ich eben das eine Jahr. Und möchten Sie dann später eventuell weitermachen oder also Tierarzt, weil das habe ich ja gesagt, meine Tochter hat es ja eigentlich angestrebt, habe ich gesagt, soll erst mal dann hier an, also kleiner anfangen, ja, weil ihr so schlecht worden ist, wo sie Praktikum gemacht hat. Oder was ist so das Ziel? Also mein Ziel ist eigentlich auf jeden Fall beim Tierpfleger zu bleiben. Okay. Erstmal. Später weiß man natürlich nie. Und mich würde es natürlich auch freuen, wenn das hier klappt. Aber das wird sich dann entsprechend zeigen. Das ist ja noch eine gute Zeit bis dahin.
einfach fleißig sei und Frau Wynn hier alles gebe, die Frau Wynn, dass sie sieht, dass sie sich hier richtig engagiere, dann wird es. Sonst hätten wir ihn gar nicht eingestellt. Ja, denke ich mir. Also ich finde schon, dass es auch gut ist, dass man in der Hinsicht wirklich streng ist und dass man Engagement zeigt und mit Herzblut, finde ich, muss man das machen. Es ist kein Beruf wie jeder andere. Also man muss wirklich viel Herzblut, wie Sie sagen, mitbringen. Man muss über die Maßen hinaus engagiert sein. Also es ist nicht so, ich komme morgens um 7 zur Arbeit und gehe abends um 17 Uhr und habe meinen Job getan. Das ist ein Tierheim anders. Es kann sein, es kommt am Nachmittag noch ein Animal-Hoarding-Fall mit 30, 40, 50 Tieren gleichzeitig. Dann bleiben die Kollegen natürlich da, bis jedes Tier versorgt ist. Und dann kann es manchmal sogar bis spät in die Nacht gehen. Ja, oder ja, aber das... Wie vor 3 Jahren, als wir diesen Transporter mit den Welpen bekommen haben, da sind wir nachts ab 2 bis morgens um 7 beschäftigt gewesen, bis alle Tiere versorgt waren. Da rufe ich dann halt an und dann stehen die alle in den Startlöchern und kommen. Genau, das ist aber in Ordnung. Ja. Das ist ja bei der Polizei auch nicht anders. Zum Beispiel jetzt, ja, okay, die haben dann Wechsel oder sonst was, aber ich denke... sonst einen Beruf gibt es ja auch bei der Kripo, die können ja auch nicht sagen, ich komme jetzt, nehmen wir ein Morgenfest, ja, wir gehen jetzt heim, wir haben jetzt Feierabend, ja. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich meine, da ist das Herzblut dran, da hilft man ja, da macht man. Ja, aber viele stellen sich halt die Arbeit in den Tierheimen anders vor. Also klar, man sieht das Gelände, es ist schön, man sieht viele Tiere, viele denken, naja, dann spiele ich und schmus mit den Tieren den ganzen Tag, aber die Zeit hat kein Pfleger. Natürlich hat man ab und an mal ein bisschen Freiraum, wo man sich ein bisschen intensiver mit dem einzelnen Tier beschäftigen kann, aber 80% eines Pflegealltags ist Putzen. Also Tiere, viele Tiere machen viel Dreck und muss geputzt werden und da sind sich viele nicht drüber im Klaren. Also es ist eine harte körperliche Arbeit. Es ist, wie gesagt, der Schichtbetrieb, es ist Wochenendarbeit. An Weihnachten, wenn viele vielleicht bei der Familie sind, müssen wir arbeiten, weil die Tiere müssen eben an 365 Tagen im Jahr versorgt werden. Das ist vielen auch nicht bewusst. Und da trennt sich dann oft auch schon so die Spreu vom Weizen. Und dann sehe ich schon, wer bringt es mit, wem ist es egal, an welchem Tag er arbeitet. Ja. Und die Leute haben dann auch hier gute Chancen. Solche Menschen brauchen wir um uns herum. Unsere Tiere brauchen solche Menschen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja wie daheim, wenn man Tiere hat, das geht mir ja. Aber gut, ist natürlich nicht so wie hier, dass ich jetzt nachts einen Haufen Welpen bekomme. Aber wenn jetzt ein Tier krank ist oder eins meiner Hunde Durchfall hat oder sonst was, dann gehe ich halt auch jede Stunde nachts raus, wenn es mich weckt. Ja. Da kann ich auch nicht sagen, ey komm, ich habe keinen Bock drauf oder ich gebe schon ein Tierheim ab, jetzt ich will es nicht. Ich meine, das muss man als Tierhalter immer wissen auch, ja. Dass es kann vieles passieren, ja. Also wenn man einige Tiere daheim hat. Und vor allem die Anschaffung ist eh das Wenigste, immer sage ich ja. Genau. Weil sie dann motzen, wenn es krank wird. Oder wie sie schon sagen, wenn es älter wird, habe ich auch schon gesehen, da setzen sie die Tiere aus. Ich kann so Videos gar nicht angucken. Ja, nach 13 Jahren, weil ein Tier krank geworden ist, gab es da mal so. Also, das gibt's doch nicht, oder? Ja, aber es sollte in Verbindung fürs Leben sein, das ist klar. Aber ich habe vorher schon gesagt, es gibt auch manchmal Einzelfälle, wo man dann eben Verständnis dafür haben muss, dass es Tier abgegeben wird. Auf jeden Fall. Wo es Tier dann auch die bessere Option ist. Aber wir kommen auch ganz oft an unsere Grenzen, wo wir dann den Kopf schütteln und sagen, das geht gar nicht. Aber wir nehmen das Tier natürlich. Ja, klar, bevor es nicht an zu diskutieren. Vor sich aussetzen irgendwo, richtig. Oder? Ja. Genau. Gibt es hier so ein gibt es Lieblingstiere, wo Sie denn hier haben? Oder klar, man behandelt alle gleich, ja, aber es gibt doch immer so vielleicht eins, wo man sich freut, oh, heute sehe ich den oder die wieder oder gibt es das? Die hat jeder Pfleger. Also natürlich, wie Sie sagen, man kümmert sich um alle gleich, das ist selbstverständlich. Aber es kommt halt immer darauf an, unter welchen Umständen welches Tier kam, wie lang es eben schon da ist. Tiere, die eben schon sehr lange im Tierheim sind, von vielen Mitarbeitern gekannt werden. Das ist einfach gefühlt dann doch nochmal was anderes. Bei mir zum Beispiel ist gestern erst eine Hündin vermittelt worden, die ich aus meiner Anfangszeit hier noch kannte, die jetzt eben schon recht oder mit mir gleich hier, sag ich mal, hergekommen ist. Und das hat mich natürlich insbesondere sehr gefreut, dass die jetzt eine schöne Familie vermittelt werden konnte. Ist es dann manchmal so, dass sie auch sagen, ach Gott, ich möchte jetzt, oder machen das manche, wo hier arbeiten, nehmen selber dann einen Hund auf oder so? Ja, gell? Oder? Ja, ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich, ich kann es verstehen, ich bin ja genauso. Also ich habe mich auch im Tierheim verliebt und habe dann Tiere vom Tierheim aufgenommen, die dann auch bleiben durften. Aber bei den Pflegern ist es ähnlich. Klar, man verliebt sich und dann nimmt man das Tier mit nach Hause. Pflegestelle Peppels auf, dann kann man es nicht mehr hergeben, weil das Herzblut eben dran hängt. Aber zu unserem Job gehört ja auch das Loslassen, das wieder gehen lassen. Und wenn jeder Pfleger
alle Tiere, die er mal in Pflege nimmt, ja, okay, dann behalten möchte, wird es kritisch. Und mir sind natürlich auch die Pfleger ganz wertvoll und wichtig, oder die Mitarbeiter, sind ja nicht nur Pfleger, sondern auch im Büro Angestellte, die sagen, Mensch, da ist jetzt ein Tier, dem geht es nicht gut im Tierheim, das nehme ich mit nach Hause, bis es vermittelt wird, weil viele Tiere verkraften den Alltag im Tierheim schlecht. Und da ist es natürlich toll, wenn ich Kollegen habe, die sagen, ich nehme es mit, bis es ein Zuhause gefunden hat. Dann wird es vermittelt, dann ist er wieder frei für das nächste Sorgenkind. Aber ja, wenn dann der Kollege sagt, ja, den behalte ich und dann den nächsten auch und jetzt habe ich zwei und jetzt kann ich kein Pflegetier mehr aufnehmen, ist es natürlich nicht so ideal. Deswegen sehe ich es immer so ein bisschen zwiegespalten. Aber ich kann es voll nachvollziehen, dass man manchmal, dass das Herz so überschwappt und ja, sagt, ja, du bist's, und dann also ich glaube, ich würde hier echt so viel Tränen vergießen, ja, und ich würde glaube auch echt, also jedes mit heimnehmen. Mein großer Sohn hat echt schon gemeint, oh Mama, willst du da wirklich hin, du bringst wieder zwei, drei Tiere mit heim, aber ich habe ja schon, wie gesagt, genügend, ja. Dann noch Frage, welche Tiere werden am meisten hierher gebracht? Kleintiere. Also ganz klar und eindeutig Kleintiere. Also wir haben jedes Jahr ungefähr zwischen 500 und 800 Kleintiere, die wir aufnehmen. Was am meisten von den Kleintieren? Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten, Hamster, Degus. Also die Bandbreite ist unheimlich groß. Sehr, sehr viele Vögel. Also wir haben fast 300 Vögel hier sitzen. Vom Wellensittich-Kanarienvogel angefangen bis zum Großpapagei ist alles da. Das ist wirklich die Kleintierreviere, nennen wir es ja. Also unsere Abteilung nennen wir Reviere. Das ist das größte Revier, da sind auch die meisten Pfleger beschäftigt. Dann gefolgt von den Hunden und dann kommen die Katzen. Also jährlich kommen bei uns so zwischen 2000 und 3000 Tiere an, die hier durchlaufen. Jährlich? Jedes Jahr. Also genau, das ist ja wirklich schon, also viel. Ja, also ich bin echt geschockt, aber was ich nicht verstehe mit den Vögeln zum Beispiel, ja, da müssen doch die Leute nicht viel machen, die müssen weder wie bei Katzen Katzenklo zum Beispiel sauber machen oder Gassi gehen, die Vögel hält man ja normalerweise in dem... Falsch, die meisten halten die Vögel falsch, das ist einfach so. Also ein Vogel gehört nicht in den Käfig ins Wohnzimmer oder in die Küche oder sonst wie sagt man, Vitrine will ich schon, nee, wie heißt Voliere. Das? Genau, sorry. Also wenn man es richtig machen möchte, dann hat man eine Voliere. Ja, genau. Am besten eine Freiflugvoliere. Ja. Das heißt, eine Freiflugvoliere ist das, was wir hier hinten sehen, wo gehen wir nachher noch hin, wirklich richtig fliegen können, raus können. Das ist eine artgerechte, wo abgerecht ist es auch nicht. Aber es ist zumindest eine artgerechtere Haltung, als wir jetzt zu Hause in einem Käfig. Ja. Eben. Und da bin ich fast manchmal sogar dankbar, wenn jemand seine Wellensittiche oder Lymphsittiche oder was auch immer bringt, dass sie dann aus so einer kleinen Käfighaltung rauskommen. Wir sind bemüht, die Tiere dann wirklich in Volierenhaltung zu vermitteln. Gelingt uns nicht immer. Aber wir haben ganz viele Interessenten, die ganze Räume in ihrer Wohnung zur Verfügung stellen und die umbauen, wo sie dann die Vögel dann zumindest in einem Raumvoliere, ja, also frei fliegen halten können. Genau, wo sie dann fliegen. Das ist das Ideal. Genau. Aber trotzdem verstehe ich immer noch nicht, warum bringen die Vögel? Mit weil was sie Dreck machen. Das, also, das Dreck ist die meiste. Ja, also entweder Allergie, Umzug, Scheidung oder es macht zu viel Dreck. Okay, das habe ich ja vergessen. Katzenklo muss man sauber machen, okay, aber Vögel ja natürlich auch, ja. Vögel also machen mehr Dreck. Also Vögel sind tatsächlich so, dass die mehr Dreck machen. Eine Katze geht in der Regel auf ein Katzenklo, mache ich einmal am Tag sauber, dann ist gut. Mit dem Hund gehe ich raus, der macht zu Hause, wenn es gut läuft, kein Dreck. Genau. Aber ein Vogel, wenn man den zu Hause hat, der macht Dreck. Also es staubt unentwegt, es liegen Federn rum, es liegt Sand rum, die Körner, dann flattern die rum. Also fressen wir hatten Sachen an. Wir hatten früher einen Vogel, also wo ich klein war, zu Hause. Ja. Also das ist tatsächlich wirklich dann der Grund, warum die dann wieder. Ich hatte es gar nicht so schlimm empfunden, also bei uns jetzt. Aber auch da bitte überlegt euch gut, bevor man sich ein Tier anschafft. Ich denke doch aber, warum informieren sich Menschen nicht, bevor sie sich irgendein Tier anschaffen, ja? Könnte jetzt ganz böse sein und sagen, weil sie dumm sind. Ja, aber Entschuldigung, ganz ehrlich, ja, ich verstehe es nicht. Gut, ja. Also das ist, ich denke, es ist einfach Naivität. Die Leute denken nicht drüber nach. Die sehen halt irgendwas und denken, ach Gott, wie süß und hin und her und dann nachher. Genau so ist es. Also gerade bei Welpen, natürlich, wer kann dem Welpenanblick widerstehen? Da finden es alle total niedlich. Genau, und der wird groß. Eben. Und bei Katzenbabys, eigentlich bei allen Tierbabys ist das so. Die sind als Babys süß, nett, kuschelig und sobald sie dann erwachsen werden, die ersten Probleme auftauchen, dann sind sie auf einmal nicht mehr so süß, nett und kuschelig und dann
erinnert man sich an ein Tierheim, wenn das Tier Glück hat. Und dann kommt ja, man zu uns. Auf jeden Fall noch besser als aussetzen, dann lieber ins Tierheim bringen. Aber das erinnert mich ein bisschen so, wie wenn man sich verliebt in jemanden, wir jetzt oder so, das geht ja nachher auch wieder vorbei, ja, oder ja, manchmal nicht. Und ja, okay, wir bringen ja, gut, bringen wir nicht ins Tierheim und so. Nee, ich sage auch immer, bei der Anschaffung von einem Tier ist es echt wie bei einer Partnerschaft. Ja, also, sag ich man doch. Nimmt ja nicht den Nächstbesten. Ja, also keiner tut das, da läuft jetzt gerade eine hübsche Frau an mir vorbei, als Mann jetzt. Ja. Huch, die finde ich schön, die nehme ich jetzt als aber Frau. Manche machen das macht keinen. Ja, aber das ist ja unnormal. Ja. Und bleibt dann ewig zusammen und ist glücklich bis alle Tage. Das ist nicht so. Nee, ich wenn, nicht so. Wenn ich auf Partnersuche als Mensch gehe, dann gucke ich auch genau hin. Wer passt zu mir, wer erfüllt die Voraussetzungen, genau, die ich gerne hätte als Partner. Und genauso soll das beim Tier sein. Also ganz genau, welches Tier passt zu ja mir, passt zu meinem Leben. Und zum Prüfen, wer sich ewig bindet, genau, passt genauso zum Tier wie ja zum Menschen. Und auch Kompromisse eigentlich ist ja eine Ehe, Partnerschaft, genau, Beziehung, ist ja auch so. Ja, man muss ja, es wird nie hundertprozentig Mann und Frau zusammenpassen. Oder auch von mir aus Frau und Frau oder Mann und Mann. Ja, man muss immer Kompromisse. Völlig wurscht, ja. Und manchmal muss man halt suchen, bis das passende Deckelchen aufs Töpfchen passt. Genau. Und das dauert manchmal lange. Deswegen sage ich auch immer, guckt oft auf unsere Homepage, irgendwann macht Klick. Und dann ist es richtig. Genau, das muss einfach nicht ja machen, ja. Man muss das auch dann sehen und man fühlt, also ich finde, man fühlt es. Ja, ja, so wie man verliebt ist, man fühlt es einfach. Man ist dann auch verliebt in das Tier, ja. Genau so. Also ich bin immer nur in alle meine Tiere verliebt, wo ich daheim habe, ja. Ob sie 10 sind oder 11 sind, also ich... Ja, so muss es sein. Bin ich immer noch, ja. Also ich werde auch persönlich nie, also ich könnte es nicht, ja. Also, aber nochmal, ich appelliere nochmal an alle, ja, dass man wirklich vorher sich das gut überlegt, bevor man sich irgendein Tier anschafft, egal welches Tier. Mhm. Aber jetzt muss ich nochmal fragen wegen den Kampfhunden. Das sind ja schon eigentlich Hunde, fast nur Kampfhunde. Nein. Nein, nein. Das macht jetzt so den Eindruck, ach so, okay, weil ich gerade nur so gesehen habe. Okay. Wir haben wirklich querbeet alles da. Ah, okay. Also von Mieter, einen Mischling angefangen, bis zum Rassehund und natürlich auch Listenhunde. Wir sind so ein bisschen spezialisiert auf Listenhunde, aber deswegen kriegen wir auch von anderen Tierheimen oft diese Hunde. Aber die werden genauso gut und schnell vermittelt wie jetzt andere Hunde auch. Ist das so, frage ich ihn mal, bei den Listenhunden, sagen wir so, Kampfhunde, Listenhunde, Listenhunde, hat man da vielleicht ein bisschen Respekt vor? Weil man weiß ja wirklich nie, ja, die haben ja manchmal keine Mimik. Also ich weiß es von einer früheren Freundin, die hatte eine Hundeschule, ja, und da war mal so ein Vorfall, ja. Der Hund zeigt ja oft keine Mimik. Also hat man da Respekt? Also mir geht es so, ich bin ja Hunde gewöhnt und alles, aber ich habe immer ein bisschen Respekt vor den Hunden. Der Respekt muss immer da sein. Klar, aber egal, jetzt... Egal, ob es ein Listenhund ist oder ob es was Kleineres ist oder sowas, der Respekt muss immer da sein. Man muss sich dann bei manchen Hunderassen, ob man es jetzt nur auf Listenhunde begrenzen will, bewusst darüber sein, dass da allein vom Körperbau her zum Beispiel mehr Kraft dahinter steckt und dergleichen, die Beißkraft eventuell höher ist. Dann ist aber jeder Hund vom Charakter trotzdem nochmal ganz unterschiedlich. Also ich meine, Listenhunde sind so große Schmusekatzen. Das habe ich auch schon mitbekommen. Ja, nicht umsonst werden jetzt zum Beispiel ganz viele Listenhunde, American Staffordshire Terrier zum Beispiel, in Amerika als Familienhund gehalten. Ja, weil ja die natürlich auch für Kinder, die nehmen ein Kind, wenn sie gut sozialisiert wurden, vieles gar nicht so krumm, was jetzt ein Dackel zum Beispiel, wenn da ein Kind einen Dackel auf die Pfote tritt, das schnappt dann der Dackel rum. Ja. Ein Listenhund würde halt und geht weiter. Ja. Also von dem her gesehen, das sind tolle Hunde. Also ich mache gar keinen Unterschied, egal welche Rasse Hund jetzt zu uns kommt, ob das jetzt ein Listenhund ist oder ein Dackel oder ein Schäferhund oder was weiß ich für ein Hund. Man muss immer auch den Charakter hinter diesem Hund sehen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Eben. Das auf jeden Fall. Ich habe jetzt ja nur und seine Vorgeschichte, weil viele werden ja auch zu dem gemacht, was sie dann später sind. Und da ist der Mensch dann am anderen Ende der Leine der Schuldige und ist der auch Hund. Gell? Es ist auch so, das ist immer der Mensch schuld, an der Leine, was aus dem Hund geworden ist. Aber also so wie der David schon gesagt hat, Respekt muss man immer haben. Ja. Und gerade wenn wir dann, er war auch sehr lange in der Hundequarantäne, wo dann alle Neuzugänge reinkommen, eingeteilt. Okay. Da kennen wir die Tiere ja gar nicht. Ja. Also man muss dann lernen, wie sie Tiere lesen zu können und da gehört schon viel dazu. Ja, das weiß ich auf jeden Fall. Aber ich sage ja nur,
ich habe in dem Sinn, wenn ich jetzt unterwegs bin oder wenn meine Hunde draußen sind, Respekt, weil mir ja wirklich, wenn jetzt da einer, zum Beispiel, die dürfen ja eigentlich nicht frei laufen, aber wenn jetzt einer herkommt, habe ich da trotzdem Respekt, weil sie halt kleine andere Weiß, gerade in so einem kleinen Dackel, okay, die kleinen, sagt man, können auch giftiger sein, aber so ein Dackel kannst du dann halt eher noch geschwind nehmen, irgendwie, ja, wenn der irgendwas macht, als so ein Kampf, und der hat ja dann schon, Entschuldigung, Listenhund, Entschuldigung, ja, nee, ich verurteile die jetzt nicht, also nicht falsch verstehen, ja, um Gottes Willen. Ich weiß, ich kenne auch jemanden bei uns im Ort, hat wirklich ein ganz, ganz lieber da gewesen, das ist alles gemacht, ist ein ganz, ganz lieber, und der Hund selber ist jetzt von zwei anderen Hunden, auch Listenhund mit dabei, wird aber nicht als Listenhund geführt, weil da noch mehrere Sachen dabei sind, und die laufen immer frei, weil sie unmöglich sind, wo wir gerade dran sind, und die haben den an der Leine angefallen, ja, die haben dem der ganze Hals aufbissen, der hat sich nicht mal gewehrt, ja. Also daher muss ich wirklich sagen, ich habe nichts gegen die Hunde, ganz ehrlich gesagt. Aber ich will nur sagen, die Beißkraft ist anders, das weiß man so im Kopf. Und darf ich dann schon ein bisschen, wenn jetzt so einer frei herkommt, dann hätte ich schon, ja, ich Angst. Aber ansonsten, nee, klar, jedes Tier muss man individuell auf seinen Charakter erstmal ja, einstufen. Oder wenn man es nicht kann, wie gesagt, wenn die da kommen, wie sie gesagt haben, da in der Quarantäne da und alles. Schlimm, aber man kann es ja nachher schon ein bisschen deuten, auch von den Augen her, von den Ohren her, gell, was sie alles machen. Wie werden die Hunde und Katzen hier ausgelastet bei euch? Geht ihr, oder kommen da die verschiedenen Leute, wo dann sagen, sie haben Interesse an dem Tier und dürfen dann mit dem Tier Gassi gehen? Oder wie macht ihr das? Also das auch. Also zum einen haben wir natürlich unsere ehrenamtlichen Gassigeher. Ja. Das ist ein ganz großer Stamm. Also es sind ungefähr im Moment, also gelistet haben wir fast 2000 Gassigeher, aber ein fester Stamm, die wirklich regelmäßig kommen, sind ungefähr 200. Ja. Die, manche kommen täglich, manche kommen nur am Wochenende, manche kommen nur im Urlaub. Also es ist ganz unterschiedlich, es ist ja kein Musterhinder. Also jeder Hund kommt wirklich täglich raus. Und die Hunde, die dann mal vielleicht nicht rauskommen, wir haben hinten ja auch große Auslauf. Flächen. Da gehen die Pfleger dann oft auch entweder da mit dem Hund und trainieren ein bisschen oder opfern ihre Mittagspause und gehen Gassi. Also das machen unsere Pfleger dann auch noch mit. Toll. Genau. Finde ich ganz klasse. Also so sind die Hunde, ich sage manchmal, die Hunde im Tierheim kommen manchmal mehr raus wie vielleicht ein Privathund. Ja, das glaube ich sofort. Es gibt ja viele Hunde, wo... Eben. Also genau. Sind die Hunde dann auch manchmal zusammen, dass sie alle zusammen spielen dürfen oder vertragen die sich nicht alle oder wie macht man das oder weiß man das vorher oder probiert man das aus? Ja, also die sind nicht alle gleich zusammen. Erst muss man ja mal gucken, genau. Wie sind die sozialisiert, wie sind die so drauf. Genau. Und das ist dann das Fingerspitzengefühl und die Erfahrung der Pfleger, zu sehen, welche Hunde kann ich in die Gruppe stecken. Und wir haben dann schon mehrere Gruppenhaltungen, wo dann auch bis zu 6, 8 Hunde zusammen sind, die dann manchmal nur zum Füttern getrennt werden, aber sonst zusammen dann eben in den Ausläufen oder in den großen Innenboxen zusammenleben, bis sie dann eben vermittelt werden. Gibt es Hunde, die, oder nicht bloß Hunde, überhaupt Tiere, wo nicht vermittelbar sind? Schwer vermittelbar. Ja, gibt es gar keine Frage. Nicht vermittelbar, da wäre ich nicht immer so, nee, weil es manchmal dauert es eben lange. Ja, wir haben vor einem Jahr einen Hund vermittelt, der war schlage 10 Jahre da. Oh. Weil er eben als gefährlich eingestuft worden, kein Listenhund. Ja. Der hat eben wirklich lange, lange gebraucht, bis er das richtige Zuhause gefunden hat. Die Dame hat mir gestern erst eine Mail geschickt, wie toll es ist. Und da sie diesen nie wieder missen möchte, Er ist jetzt 13 geworden, war 10 Jahre davon im Tierheim, ist jetzt ein Jahr in dem Zuhause und sie hofft, dass sie ihn noch sehr lange hat. Also man darf die Hoffnung für kein Tier aufgeben, egal wie lange es da ist. Das schön. Natürlich gibt es Hunde, die schwierig sind im Verhalten, da braucht es einfach ein bisschen länger. Aber wie gesagt, wenn ich die Hoffnung aufgeben würde, dass ein Tier nicht vermittelbar ist, wäre ich hier falsch. Das darf man nicht. Okay. Ja. Aber ich sag 10 Jahren, aber ich würde mich da vielleicht, also ich persönlich schon informiert, würde mich vielleicht freuen, wenn er dann von hier bleibt, weil 10 Jahre hängt ja das Herz noch mehr dran, oder? Nein, weil kein Hund oder kein Tier, was hier ist, hat den Alltag im Tierheim verdient. Also, verstehe. Klar, die arrangieren sich, viele kommen ganz gut damit klar. Ich habe das jetzt auch nicht so gemeint, ihr müsst meinen, dass da vielleicht so. Nein, im Gegenteil, bei solchen Tieren, da freuen wir uns wie Bolle, wenn die tatsächlich dann ein liebevolles, tolles Zuhause gefunden haben. Und das ist wie ein Sechser im Lotto und da kann ich nicht traurig sein, da freue ich mich an. Wenn jetzt zum Beispiel so eine Katze, wie wir hier hinten gesehen haben, Der Hugo, die BKH-Katze, der britisch kurzer, die ist ja abgegeben worden, weil
Katze ja, unsauber ist. Unsauber. Also der ist tatsächlich chronisch unsauber. Wir denken auch, dass er nicht der Schlauste ist. Mhm. Also das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Er war zweimal vermittelt, kam zweimal zurück, weil er eben die ganze Wohnung zugepieselt hat. Und das machen die Menschen nicht mit. Also die wenigsten machen sowas mit. Und deswegen ist er hier. Und wenn man denn, zum Beispiel, war der nur eine reine Hauskatze oder hat man denn auch Freigang? Er kann keinen Freigang haben, weil er fickpositiv ist. Das geht nicht. Also er würde ja dann im Freigang eventuell andere Katzen anstecken und deswegen muss er nur in eine Wohnungshaltung oder eben in einer Haltung, wo ein total abgeschotteter Garten ist, wo er nicht raus könnte. Was heißt das jetzt, wenn ein Zuschauer hier das nicht weiß, was das heißt, was er hat? Ja, das ist eine Virusinfektion, ja, also eine Erkrankung, ja, die jetzt nicht ausgebrochen ist bei ihm, ähnlich wie bei Corona, okay, sage ich immer, also ist auch eine Virusinfektion. Und bei den Fipp-Katzen, es gibt ja auch Leukose noch, ja, ja, verschiedene ja, ja, andere Erkrankungen, ja, ist es so, dass sie trotzdem sehr, sehr altermit werden können. Aber man muss es im Auge behalten und darf sie eben nur vermitteln zu Menschen, die entweder auch schon ein positiv getestetes Tier haben und eben in reine Wohnungshaltung oder in einer Haltung, wo ein Garten so sicher oder eine Terrasse eingezäunt ist, dass sie nicht raus können. Weil da trägt man auch eine Verantwortung für andere Tiere. Ja. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe ein positives Tier, egal was für eine Krankheit, dann lasse ich das nicht einfach draußen rumstreunern und nee, mich andere Tiere anstecken. Das wäre unfair und deswegen macht seine Vermittlung natürlich auch schwierig. Ist das ansteckend für uns Menschen? Nein. Oder da gar nichts? Nein. Also braucht man keine Sorge haben, nein, nur für andere Tiere praktisch. Genau. Und kann das. Aber das ist jetzt nicht mal sein größtes Problem. Das größte Problem ist tatsächlich die Unsauberkeit. Und das kann man nicht in den Griff kriegen? Gar nicht? Wir haben alles probiert. Also wir haben wirklich alles probiert. Die Leute, die ihn vorher hatten, haben alles probiert. Und wie gesagt, er ist halt tatsächlich, das ist gemein, dass ich sage, aber er ist nicht der Schlauste. Und wahrscheinlich liegt es einfach auch daran. Er pinkelt halt, wenn er merkt, ich muss, dann läuft es halt. Also kann man ihn vielleicht nicht so erziehen auch, oder? Nee. Oder? Nee. Also ich denke dann, sowas ist zum Beispiel dann schwer, kann man das sagen, schwer vermittelbar? Er ist schwer vermittelbar, gar keine Frage. Genau, ja, vielleicht auch gar nicht. Er ist schon ein paar sagt, Jahre da, also von dem her gesehen. Oder tut mir schon wieder ganz leid. Ja, ja. Also der, genau. Den würde ja schon hübsch wieder mitnehmen, ja, da tut mir wirklich leid. Geht ja nicht in ihren Katzen. Ja, geht nicht, ja, weil das tut mir ja schon wieder so leid, das sind so Sachen. Also ich werde jetzt auch nachher mal hier rumlaufen und das alles angucken. Mhm. Hier, komm. Oh, komm her. Ja, fein. Oh, hallo. Hallo. Das ist auch schlau eigentlich. Wir sind ja alle ganz alleine. Die haben wirklich schön viel Platz. Und die haut gleich ab, wenn ich komme. Mm-hmm.
Liebe Frau Wynn, ich bedanke mich nochmal, dass wir hier drehen durften im Tierheim. Sehr gerne. Und wir blenden das auch nachher alles nochmal ein, dann könnt ihr spenden, ja, also die Rufnummer, wo man nur vom Festnetz anrufen kann oder auf der Seite, wo man dann über PayPal spenden kann. Und schaut doch auch bei euch vielleicht im Tierheim in der Nähe, was wird gebraucht, Futterspenden, Geldspenden hier im Tierheim Stuttgart-Bodenang sind eher Geldspenden gefragt, was ich auch verstehen kann, ja. Und ja, lasst euch immer erst durch den Kopf gehen, wirklich lange durch den Kopf gehen, bevor ein Tier euch anschafft. Und vielen Dank an mich, David. Ja, vielen herzlichen Dank. Ganz viel Erfolg hier noch. Und vielen, vielen Dank. Wir kommen wieder nach Corona. Gut. Sehr gut. Dankeschön. Okay, Leute. Ciao. Das war's für heute. Also, liebe Leute, wir waren jetzt in einem Tierheim, wie ihr sehen könnt. Und ich bin ja wirklich total begeistert. Ein wunderschönes Tierheim. Und wie viele Mitarbeiter, wie viel Aufwand da dahinter steckt. Und jeder hat seinen Aufgabenbereich. Ja? Einer ist für das Katzenhaus, einer für das Hundehaus, Vogelhaus, da gibt es ja verschiedene Tiere, auch Ziegen, was ich ja nicht gedacht hätte. Die haben auch Ziegen. Also ich bin auf jeden Fall total begeistert. Ich finde, die haben das gut hier und ich freue mich auf jeden Fall, wenn sich ganz viele melden, die ein Tier abholen möchten oder auch spenden wollen, ja, weil wie gesagt, Geld spenden können sie immer gebrauchen. Und ich möchte einfach, dass es den ganzen Tieren gut geht. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao!